Bling! Nintendo Presents. Voller gute Laune Musik und das schon im Intro. Einen weiteren Mario Hack. Und damit hallihallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Mario's Looking for 7 Magic Mushrooms. Und wie man an der Musik im Intro auch so leicht erahnen kann, handelt es sich hierbei um ganz spezielle Mushrooms. Mushrooms, die nur im Mushroom Kingdom wachsen, beziehungsweise nur dort legal sind. Ja, aber nur so viel dazu. Ja, Leute, da bin ich und spiele einen Mario-Hack. Und bevor jetzt ganz viele Fragen aufkommen, wie, oh mein Gott, wo warst du die ganze Zeit? Und oh mein Gott, wie kann es sein, dass du ein Video hochlädst? Ja, ich spiele in der Tat einen Mario-Hack. Ich let's play wieder etwas. Und das liegt daran, dass ich vor rund einem Jahr schon einen Mario-Hack gespielt habe. Ja, dass ich jetzt was spiele, das liegt daran, weil ich vor einem Jahr was gespielt habe. Geile Erklärung, aber nein. Vor einem Jahr habe ich Mario is Searching for the Princess Peach gespielt. Nämlich von unserem guten LP-Kollegen Multimario LP. Und dieser Hack hat mir damals sehr gut gefallen. Ich habe ihn für Multimario LP getestet. Und ihm gesagt, du, wenn du irgendwann nochmal wieder einen neuen Hack hast oder diesen Hack fertiggestellt, weil es war ja damals eine Demo, dann lass es mich wissen und ich werde deine neuen Hacks oder deine weiteren Hacks oder wie auch immer auch gerne für dich testen. Und ja, das hat unser guter Multimario LP gemacht. Dies ist nämlich sein Hack. Er hat mich angeschrieben und gefragt, hey du, hast du nicht Bock, meinen Hack zu testen? Und ich habe gesagt, ach Leute, ihr könnt euch denken, was ich gesagt habe. Guckt hier in dieses Intro rein und ihr könnt euch denken, was ich gesagt habe. Ja, und deswegen spiele ich jetzt diesen Hack von Multimario LP. Der schon mal ein ziemlich geiles Intro hat, muss ich sagen. Auch mal abgesehen von der Musik, auch hier, was man so im Hintergrund sieht. Es ist alles sehr, irgendwie sehr Mario und gleichzeitig sehr anders. Aber gut. Dies ist allerdings auch eine Demo-Version, also noch eine Version, die noch nicht ganz fertig ist von Multimario LP. Ich teste sie nur so gesehen einmal an. Ich glaube, wir haben so ein paar Level, irgendwie 7 Stück oder so waren das. Und deswegen gucke ich mal, was es denn hier so Schönes gibt und was man hier so machen kann und werde es wie beim letzten Mal auch am Ende bewerten. Gut, so viel dazu, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Let's go! Okay, also das Intro muss ich ehrlich sagen, das finde ich ziemlich cool gemacht, aber ich muss auch gleichzeitig einen kleinen Kritikpunkt loswerden. Ich glaube, das war schon in Mario is Searching for the Princess Peach so, dass mir dieser Auswahlbildschirm nicht so gut gefällt, weil er wieder relativ unpassende Farben hat. Diesmal ist es so ein Blau-Grau. Beim letzten Mal war es, glaube ich, auch so eine Art Grau. Die ist so ein bisschen unpassend. Aber es könnte auch sein, dass es einfach an der Palette liegt, die halt für das Intro mitgeliefert wurde und man es nicht anders machen kann. Aber das soll uns nicht stören. Einfach nur, dass man diesen Startbildschirm nicht so gut sehen kann. Wählen wir Mario A aus und legen los. Ein Spieler. Schauen wir ins Intro. Was? Wow, okay. Zuckerwattenland. Was sagt uns Mario? Mario will make his magic mushroom pasta. But unfortunately, the 7 magic mushrooms are missing. Oh, das ist ja mal ein sehr tiefgehender Plot. Und zwar, Mario will eine magische Pilzpasta machen. Aber dummerweise sind seine 7 magischen Pilze verschwunden. Ja, und wir müssen sie jetzt finden, oder? Müssen wir sie finden? Mit Sicherheit müssen wir sie finden. Oh. Okay. Dafür sind wir aber nicht im Mushroom Kingdom, sondern... ist das Zelda 1 oder Zelda 2? Nee. Das ist ein bisschen komisch, weil von der Musik her ist das Zelda 1. Aber von der Map her ist das Zelda 2. Also wir sind irgendwie im Zelda-Land. Ich weiß gar nicht, wo Zelda überhaupt lebt. Also hier Link, aber wir sind im Zelda-Land. Okay. Und wir stehen hier auf einem... Ist das ein... Okay, wir können schon mal bewegen. Und hier ist ein Wald. Lost Woods, die verlorenen Wälder. Und Yoshis Haus. Okay, obwohl es eher wie ein ganzes Dorf aussieht. Aber ich würde sagen, gehen wir mal in Yoshis Haus und gucken, was uns dort erwartet. Let's go. Wow, okay. Wow, okay. Wir haben schon mal geile Musik. Moment, das ist doch... Das ist hier, wie heißt es? Von Gigi D'Agostino. Das ist, I'll fly with you. Alter, okay.
Und hier können wir aus irgendeinem Grund gegenspringen. Aber alleine, dass dieses Lied hier in Yoshis Haus vorkommt, ohne Scheiß, Multi Mario LP, keine Ahnung, wie viele Sterne ich dir am Ende für dieses Spiel geben werde, was du gebaut hast, aber allein für diese Intro-Musik, beziehungsweise für diese Musik in Yoshis Haus, kriegst du schon mal mindestens 20 Sterne mehr. Ist das geil. Aber gut, schauen wir mal, was uns dieser Infoblock hier sagt. Nämlich, oh, it's terrible, the 7 magic mushrooms are missing. I'm going to search them. If you find something, tell me about this. Yoshi. Oh, es ist schrecklich. Die 7 magischen Pilze sind verschwunden. Ich werde nach ihnen suchen. Wenn du irgendwas darüber herausfindest, dann lass es mich wissen. Yoshi. Okay, gut, wunderbar. Also, ganz im Ernst, meinetwegen könnten wir jetzt auch eine halbe Stunde hier bleiben. Das ist sowas von geil. Ich stehe auf solche Musik. Ich finde Gigi D'Agostino geil. Und besonders I Fly With You. Also das ist schon mal, also mit dem ersten Level hast du schon mal voll gepunktet, Super Mario, Multi Mario LP. Aber ich glaube, das hast du schon mal beim letzten Mal. Ich glaube, da hast du dir irgendwas ähnliches geleistet wie das hier. Das ist geil. Ja, und warum man hier im Baum stehen kann, ich habe keine Ahnung. Vielleicht damit man die Äpfel rankommt, das wird schon irgendeinen tieferen Sinn haben. Gehen wir wieder raus. Gut, das war Yoshis Haus. Dann schauen wir uns mal den ersten Level an, der ein roter Level ist. Sprich, zwei Ausgänge hat. Nämlich die Lost Woods. Die, verlorenen Wälder. Schauen wir mal rein. Okay, auch stylische Musik. Und ein Koopa, der uns umbringen will, aber sich damit eher selber so ein bisschen ins Aus befördert. Interessant. Okay, was haben wir hier? Ein Pilz? Natürlich ein Pilz. Gut. Leute, ich sag im Vorfeld, erwartet... What the... What? Was? LOL! Hä? Ach du Scheiße, das ist Wasser. Okay, hier kann man schwimmen. Alter. Okay, Multi Mario LP mit deiner ersten, ich sag einfach mal, Falle, hast du mich schon eiskalt erwischt. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Achso, ja, ich habe lange kein Mario mehr gespielt, also erwarte nicht zu viel von mir und von... LOL. Okay. Was war das? Was war das? Okay. Also, wir haben hier schon mal andere Gegner. Pilz. Koopa. Moment mal, wie kriege ich den tot? Kann man da... Genau so. Und dich nehme ich mal für das andere Viech damit. Was war denn das? Ja, genau. Toll. Okay, das... Was war das für ein Viech? Wir haben ja auf jeden Fall schon mal neue Gegner und wir haben jetzt mal keine Yoshi-Münzen, sondern Mario-Münzen. Auch nicht schlecht. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Ja, was ich eigentlich sagen wollte ist, dass ich lange kein Mario mehr gespielt habe und deswegen so ein bisschen mein Skill weg ist, wie man vielleicht gerade merkt. Ich bin gerade übel am Failen, das ist nicht cool. Das ist echt nicht cool. Jetzt mal so ein bisschen Contenance, also ganz im Ernst. Ich möchte hier eigentlich nicht gezwungen sein, Safe States zu benutzen, denn so wie ich erfahren habe von Multi Mario LP bzw. von seiner Spielebeschreibung, ist das hier kein Kaizo-Hack. Es soll also ein einfacher, kommt der runter? Ja, der kommt runter. Ein einfacher, oder sagen wir ein normaler Hack sein. Ist das hier eine Münze? Oh ja, ist eine Münze. Ist noch eine Münze? Noch eine Münze. Kommen wir da hoch? Ja, kommen wir. Deswegen werde ich hier keine Safe States benutzen, aber ich möchte trotzdem nicht unbedingt sterben. Okay, noch eine Yoshi-Münze, beziehungsweise eine Mario-Münze. Nur war die untere nicht gerade grün? Ach so, nee, die sind transparent. Und je nachdem, wie die Hintergrundfarbe ist... runter mit dir, Mario, danke. Je nachdem, wie die Hintergrundfarbe ist, sehen die dann aus. Also das Innere, das M. Jetzt haben wir ein Peace... Das ist noch so ein Viech. Was sind das für Viecher? Was ist das? Das ist eine Bullet-Bill-Kanone. Ja, ja, gut, die kennen wir ja. Was ist das für... Oh! Was sind das für Viecher? Ich habe keine Ahnung, aber sie sind stylisch. Muss man... Ah, Moment! Ich weiß, was das ist. Ja, und auch die Todesanimation. Das sind hier wie heißen die? Diese Steinwesen aus Mario Land 1. Der ein oder andere erinnert sich bestimmt, wer Mario Land gespielt hat. Es gibt hier... Da ist noch ein P-Switch da unten. Mann, was soll ich mit den P-Switches hier machen? Ich habe keine Ahnung. Soll ich die drücken, oder... Aber hier gibt es nichts, wofür ich die drücken kann.
Aber gut, wir können uns schon mal merken, wenn hier so blaue Umrandungen sind. Hier gibt es Coins. Ach, das ist, um wieder hochzukommen, okay. Das sind so gesehen Invisible Coin Blocks, die gar nicht so invisible sind, aber... Ja. Okay, hier kann man durch den Boden durchlaufen. Das ist mit Sicherheit nicht gut. Hier ist Wasser und... Ach, hier ist wieder der Anfang und hier ist dieses komische Viech wieder. Aber was ich schon mal sehr schön finde, ist, dass es hier so... Fuck! Okay, da kommt ein Banzai-Bill. Das kann ich mir auch mal merken. Heilige Scheiße. Also von Überraschungen ist man hier... nicht gefeit. Was haben wir hier? Einen Infoblock. I have marked all invisible coin blocks. Now expect a little puzzle. Find both P-switches to be able to continue. Also ich habe alle unsichtbaren Coin-Blöcke markiert, nämlich mit diesen blauen Umrandungen. Nun erwarte ein kleines Puzzle, ein kleines Rätsel. Finde beide P-Switches, um weitermachen zu können. Ja, okay, das habe ich. Der eine ist hier und der andere liegt da vorne. Das war jetzt nicht ganz so schwer, aber... Schauen wir mal. Aber was muss ich dann damit machen? Moment. Ich kann die erstmal beide mitnehmen. Drücken wir sie mal noch nicht. Mit dem Double Grab, wie auch immer der nochmal ging. Oh Gott, es kann sich nur um Stunden handeln. Oh ne, es hat geklappt, geil. Mit dem Double Grab können wir beide mitnehmen und dann können wir schon mal hier nach oben gehen. So. Ja, ich wollte das nicht drücken, danke. Aber Moment mal, ist hier unten auch noch ein Coinblock? Oh ja, in der Tat. Multi Mario LP, ich weiß nicht, ob hier einer hingehört, aber ich glaube, der ist hier umsonst. Aber lösen wir mal die anderen aus. Oh, Feuerblume. Oh, Feuerblume. Ah, fuck, ich habe einen liegen lassen. Double Grab. Da. Ich hasse den Double Grab. Ich konnte ihn damals schon nicht und jetzt ist es nicht besser geworden. Ein Stück weiter ran und jetzt habe ich den anderen wieder. Wobei... Oh shit, ich glaube... Ach, scheiße, aber ich glaube, das war ohnehin für dich hier oben, oder? Oh, und hier brauchen wir den anderen, oder? Keine Ahnung, hallo? Okay. Okay, das ist ziemlich lang, ich glaube, ich muss mich beeilen. Ja, war das richtig? Jetzt bin ich... Oh ja, das war richtig, glaube ich. Jetzt bin ich nämlich hier. Und ich glaube, da runterspringen will ich nicht. Jetzt sind wir hier. Ich glaube, das war das Puzzle. Das eine war für die beiden Mancher da oben. Und das andere war... für die Straße. Ah. Okay. Midway Point. Yes. Okay. Noch eine Feuerblume. Dann haben wir eine Feuerblume in petto. Aber an die kommen wir dummerweise nicht ran. Ran! Ich will aber... in die Feuerblume rankommen. Danke, okay. Moment mal, was ist das da oben? Da kann man... Ach so, das sind bestimmt dann einfach nur Münzen, damit man da nicht rüberkommt. Was? Ich habe schon wieder keine Zeit mehr? Okay. Ich wollte die ganzen Level zeigen, aber ich habe keine Zeit mehr dafür. Was steht hier? Press the yellow switch palace first, before you go to the second level. Bevor ich zum nächsten Level gehe, soll ich den Yellow Switch Palace auslösen. Also ich muss hier wahrscheinlich irgendwas finden. Wahrscheinlich den Geheimausgang zuerst oder so. Ich hasse diese Plattform. Wisst ihr das, Leute? Moment mal, warum ist da unten ein... Das ist kein Trick, oder? Oh, doch ist es. Fuck. Ich dachte, ich... Scheiße, aber jetzt habe ich wieder mehr Zeit. Ich dachte, unten wäre was Geheimes, zum Beispiel irgendwie der Schlüssel oder so. Und deswegen müsste ich dorthin, aber nein. Einfach nein. Da war einfach nur der Tod, aber danke. Wobei, hier kann man doch runter. Nein, ich teste es nicht nochmal aus. Nein, ich teste es ernsthaft nicht nochmal aus. Ich habe noch 3 Leben und das ist ziemlich ungeil. Aber wir sollen zuerst in den Yellow Switch Palace, bevor wir irgendwo anders... Da ist doch irgendwas da unten. Bevor wir irgendwo anders hingehen. Coin Block. Jetzt haben wir zum Glück wieder volle Zeit. Ach, hier ist der... Okay, hier ist der Schlüssel. Okay, das war leicht. Ich bin so dämlich. Ich wollte nur sehen, was da ist, aber... Ach, gehen wir hier schnell rein. Oh je. Kommen wir jetzt zum Yellow Switch Palace? Mit dem Schlüssel? Continue and save, ja. Der Fast Palace...
Gut, uns wurde ja gesagt, wir sollen zuerst in den Yellow Switch Palace gehen, bevor wir dort weitermachen können. Ich würde sagen, gehen wir da einfach mal rein. Aber der erste Level, der war schon mal ziemlich cool. Auch von seinem ganzen Aussehen her. Und was ist denn das? Ach du, das ist ein Scrolling? Was zum? Hä? Was zum? Was? Hä? Was? Na? LOL? What the? Was zur Hölle ist denn das? Ach du Scheiße! Okay, das ist interessant. Das ist ein Scrolling-Level. Ach, deswegen... Oh, war das zu früh? Nee, war nicht zu früh, oder? Wegen The Fast Switch Palace. Gehen wir da mal rein. Und jetzt? Es scrollt es weiter. Und wird immer schneller. Ich dachte eigentlich, das sollte kein... Was so... Alter! Ernsthaft? Ernsthaft? Ich dachte eigentlich, das sollte kein Kaizo-Level werden, aber... Ich wette, es ist der dritte. Ich wette, es ist der dritte. Egal, nehmen wir den dritten. Nehmen wir den dritten. Nehmen wir den zweiten, meine ich. Den zweiten. Das ist mit Sicherheit auch falsch, weil man muss mit Sicherheit den dritten nehmen. Aber ich will trotzdem wissen, was es hier gibt. Auch wenn ich jetzt tot bin, ist mir egal. Hä? Hallo? Das ist die gleiche Röhre, oder? Mino-Wand! Mino-Wand! Leute! Wir sind Game Over. Ja. Also, Multimarvel Peter, eine Instant-Death-Fallen, die sind, heftig. Ernsthaft, okay. Aber es war klar, es ist der dritte. Weil das der schwierigste ist. Es ist in der Tat der schwierigste, okay. Das wird jetzt so ein bisschen tricky. Und zwar... Genau so. Danke. Das sieht gut aus. Kommt hier irgendwie ein Bullet Bill angeflogen oder Banzai Bill oder irgendwie sowas? Nein! Ach du Scheiße, und der Siegesjingle aus... Moment mal, das ist Final Fantasy, oder? Final Fantasy X. Ich glaube ja, ich glaube dieser Siegesjingle ist aus Final Fantasy X, aber auch nicht schlecht, auch geil. Okay, dieser Level war böse. Dieser Level hat mich 3 Leben gekostet, aber gut. Machen wir weiter, gehen wir nochmal zurück in die Lost Woods und schauen uns an, was wir dort jetzt mit dem normalen Ausgang bewirken können. Oder wo wir dort hinkommen. Also dieser Level ist schon mal sehr cool. Was ich auch sehr... Oh Mann, diese dämlichen... Diese Wasserfälle, die irritieren mich total. Und das Viech auch. Aber was ich hier schon sehr cool finde, es gibt hier nicht nur eine Ebene. Oh Mann, diese Invisible Coin Blocks, die irritieren mich auch so ein bisschen. Mir irritiert eigentlich alles. So ein bisschen oder auch mehr als ein bisschen. Jetzt mussten wir hier hin und dann mussten wir wieder runter. Da ist noch wieder einer von denen, der mal eben so instantly despawnt. Auch nicht schlecht. Was gibt's da oben eigentlich? Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Aber ja, das sind in der Tat die Viecher aus Mario Land 1 und das ist cool. Mit der gleichen Todesanimation. Das ist in der Tat cool. Aber diese verschiedenen Ebenen hier, die machen das Level sehr interessant. Auch wenn man so viel mehr entdecken kann. Was gibt es hier? Oh, da hast du noch... Was? Ach, da war eben aber nicht, da der Banzai... Ach, weil ich ihn mit dem P-Switch getötet habe, ne? Hier sind... Ja, hier kommt man drüber. Hier sind manche... Moment. Moment mal. Geht das? Multimario LP, ich habe gerade dein Level so ein bisschen geschändet, glaube ich. Ist es gewollt, dass das geht? Also ich meine, es geht, aber ist es gewollt, dass das geht? Keine Ahnung. Vielleicht solltest du das nochmal überdenken. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich hier runter muss. Okay, so muss ich hier runter, wunderbar. Ja, normalerweise skippe ich ja keine Level oder sagen wir, ich nutze keine Glitches aus, weil ich glaube eher, das ist irgendwie so ein Glitch oder so ein Baufehler. Aber ganz im Ernst, wir haben eben schon gesehen, wie der erste Teil des Levels funktioniert und wow, war das Glück! Wow, war das Glück! Okay. Und deswegen nehme ich mir jetzt einfach mal die Dreistigkeit heraus, das auf diese Art und Weise zu machen.
schon alleine, weil du eben mit dem Switch-Perle so gemein und böse warst. Das ist aber auch so eine... Kann man hier rein? Nö. Auch so eine fragwürdige Sache hier. Eieieiei. Okay, das ist ein cooles Feature, aber irgendwie schwierig. Ne, da unten möchte ich nicht hin, glaube ich.